Für Muri Demir und Moritz Breuer wird jetzt der brutale Überfall auf ein Geschwisterpaar am äußeren Grüngürtel zum turbulenten Einsatz. Die Melderin ist völlig außer sich. Moin Moin, hallo. Demir, der Name, hallo. So. Ich habe Sie angerufen. Sie haben uns angerufen, ne? Genau, und zwar, wir haben hier unseren Bruder-Schwestertag. Wir sind jetzt gerade einfach spazieren gegangen. Und jetzt gerade, also er wurde überfallen. Das ging alles total schnell. Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen... Ganz ruhig. Ja, also. Tief Luft holen. Ja. Also wir sind jetzt gerade, wie gesagt, wir haben unseren Bruder-Schwestertag und sind jetzt gerade hier spazieren gegangen. Hier sind wir halt öfters. Und auf einmal kommt einer von hinten. Er wird brutal zu Boden gestoßen. Seine Tasche wird ihm geklaut. Also das ging alles total schnell. Tun Sie mir mal einen Gefallen. Ich will Sie nicht unterbrechen, aber tun Sie mir mal das, was Sie aus der Hand haben. Kommen Sie mal hin. Genau, dann können Sie ruhig weiterreden. Ja, und wie gesagt, er wird brutal zu Boden gestoßen, seine Tasche wird ihm geklaut. Er hat noch mit dem Pfefferspray den Täter besprüht. Mhm. Ich habe auch noch versucht, die Tasche wiederzubekommen, habe ihn aber nur kratzen können. Ich habe es natürlich nicht hinbekommen. Verletzt haben Sie sich? Nein. Eine kurze Zwischenfrage. Täter, wie würden Sie den beschreiben? Ein Stück größer als ich, glaube ich. Ein rotes T-Shirt, dunkle Hose. Das ging alles so schnell. Und eine Skimaske hatte. Eine Schema, ja, genau. Eine Person? Genau. Moritz Breuer gibt die Personenbeschreibung weiter und leitet die Nahbereichsfahndung ein. Dann treffen die Beamten auf einen Mann, dessen Äußeres ihn sofort verdächtig erscheinen lässt. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Tag, können wir vielleicht helfen? Was haben Sie denn mit den Augen? Also ich habe eine Allergie. Sie haben eine Allergie? Ja. Können Sie mal kurz die Tasche machen? Brennnessel und ja, haben Sie da nichts dagegen? Wie so ein Spray oder Medikamente? Legen Sie einmal die Tasche. Ist das Ihre Tasche? Nee, ich habe die gefunden. Die lag da vorne an der Mülltonne. An der Mülltonne? Und da wollten Sie jetzt mal reingucken? Nichts. Ja. Genau. Haben Sie einen Ausweis da? Ja, kann ich Ihnen gerne geben. Ja, gehen Sie mal kurz. Hintergrund ist jetzt der, warum wir jetzt fragen. Ich sage Ihnen das mal. Ja, vorne ich, ist hier. Ich habe die. Jetzt genau, hören Sie mir mal kurz mal zu. Vorne ist hier ein Überfall passiert. Irgendwo das ist doch meine Tasche. Wo wir, genau, warten Sie mal kurz. Warten Sie mal kurz. Ganz ruhig. Soll ich denn mal noch eine Ladung Pfefferspray verpassen? Sie kommen einmal hier rüber. Ist er das gewesen? Das ist auf jeden Fall meine Tasche. Dann lassen Sie mich das mal kurz mal klären. Fahren Sie mal ein bisschen runter. Ja? Gehen Sie mal ein Stück weiter zurück heißt, und lassen Sie den Kollegen mal seine Arbeit machen. Die wurden gerade überfallen. Eine Personenschreibung wurde auch rausgegeben mit einem roten Oberteil, je nachdem. Deswegen fragen wir Sie. Und das Bild, was ich jetzt hier gerade vorgefunden habe, mit den Rötungen, was Sie an den Augen haben, ja, passt eventuell zu einem Pfefferspray-Einsatz. Deswegen auch der Kollege, der wird natürlich gerne mal... Ich kann Sie nachweisen, dass hier mein Allergiepass... Okay, Allergiepass. Ich kam früher Wesseling heißen Sie, ne? Herr Wesseling, genau. Wesseling, ich bin auch von der Arbeit jetzt gekommen, bin auf dem Weg zu meiner Freundin. Okay. Und da lag die Tasche da und wollte das eigentlich... Oh, das wollte jetzt gucken, wem das hier gehört. Und also mein Ausweis. Ja, dann sind Sie wahrscheinlich hier durch den Park gelaufen. So. Ich würde ihn einmal kurz fragen. Ja. In der Tasche ist nichts. In der Tasche ist zumindest kein Portemonnaie, aber Cremes und sowas. Irgendwelche Sachen in der Tasche? Schick die mal hier ab. Legen Sie mal ein Portemonnaie ruhig mal aus der Hand. So, Sie sind uns oder machen das mal so, bevor ich jetzt in der Tasche erstmal greife. Das, was Sie in der Tasche haben, legen Sie mal kurz mal hier auf die Bank. Die gefundene Tasche gehört zwar dem Bestohlenen, doch von der Geldbörse fehlt jede Spur. Noch fürchten die Beamten, dass der Täter über alle Berge ist. Für Sie zur Kenntnis, das Portemonnaie ist hier nicht drin. Ich habe mir die Tasche angeschaut, da ist jedenfalls keine Geldbörse von Ihnen drin. Aber es ist in der Regel auch typisch, deckt sie jetzt auch mit unseren Erfahrungen, dass nach so einer Raubtat sich die Täter schnell der Beute entledigen und der jetzt eigentlich die Tasche nur gefunden hat, vermutlich. Okay, wir machen das mal so. Sie nehmen jetzt quasi die Tasche an sich von mir aus. Wir gucken weiter mal in dem Bereich nochmal, ob wir was aufhören sollten. Okay. Ja? Nicht jede Person, die wir anhalten, müssen Sie gleich draufspringen. Ja? Tun Sie uns einen Gefallen, lassen Sie uns ruhig arbeiten. Ich kann das verstehen, dass Sie jetzt ein bisschen verärgert sind, aber trotzdem ein bisschen tiefe Luft holen. Ja, wir machen das. Und wenn wir uns dann sicher sind, dann handeln wir darauf. Nur wenige Meter entfernt ergreift plötzlich eine junge Frau beim Anblick der Beamten die Flucht. Muri Demir und Moritz Breuer nehmen umgehend die Verfolgung auf. Oh, warten Sie mal ganz kurz. Ich will Ihnen nicht wehtun, beruhigen Sie sich. Wieso laufen Sie weg vor uns? Ich habe nichts gemacht. Ja, Sie haben nichts gemacht, aber Sie sind offensichtlich vor uns geflüchtet. Ohne näheren Grund für mich. Ich habe ein bisschen so Panik. Wir gehen mal. Was für eine Person war das da? Wir gehen mal kurz wieder da in die Ecke. Bereits bei der Verfolgung der jungen Frau haben die Beamten einen verdächtigen Mann im Gebüsch wahrgenommen. Den stellen Moritz Breuer und Muri Demir jetzt zur Rede. Ein Ausweis von Ihnen bitte. Sie sind wer? Was sind Amtes? Tun Sie mir einen Gefallen, stehen Sie mal kurz auf, ist unhöflich.
wenn ich von oben herab rede. Wie haben Sie gesagt, wie heißen Sie? Marcel Antes. Antes heißen Sie. Herr Antes, was ist das für eine Rötung an den Augen? Was ist das für eine Verletzung am Oberarm? Was haben Sie da für eine... Was ist das? Eine Socke? Nee, eine Maske? Oder was ist das? Sturmhaube. Sturmhaube. Laufen Sie mal hier so rum. Bitte? Laufen Sie mal so hier rum. Nee. Laufen Sie nicht rum. Rotes T-Shirt. Die Größe passt auch soweit. Das Wasser brauchen Sie noch wahrscheinlich, um die Augen zu spülen, ne? Tun Sie mal einen Gefallen. Nehmen Sie es mal bitte mal an sich. Ja. Wir gehen mal ein bisschen ins Freie, da können wir ein bisschen besser reden. Dass der junge Mann die Tasche gestohlen und das Pfefferspray abbekommen hat, ist klar. Doch welche Rolle spielt die junge Dame? Vorwurf haben Sie ja mitbekommen. Sie waren jetzt im Zusammenhang mit Herrn Antes hier vor aufgetroffen worden. Ja. Ja. Waren Sie in irgendeiner Form involviert in das Ganze? Nee, also ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich war hier nur mit meinem Cousin und ja. Gut, haben Sie irgendwas bei sich, was unter Umständen auf eine Beteiligung hindeuten würde? Nein. Gut, ich würde einmal bitten, dass Sie mir die Tasche geben. Ich gehe auch mal mit dem mal mit nach vorne, dann können wir ja, auch gerne mal reinschauen. Ich habe aber nichts gemacht. Ja gut, ich habe aber trotzdem jetzt die Handhabe, da reinzugucken. Entweder mit Ihnen oder ohne Sie, das ist Ihre Entscheidung. In der Tasche findet Moritz Breuer nicht nur das Portemonnaie des Bestohlenen. Als Opfer und Täter aufeinandertreffen, nimmt der Fall eine höchst überraschende Wendung. No, bleiben Sie mir jetzt kurz mal. Ach, man kennt sich sogar. Katharina, was machst du denn hier? Woher kennen Sie sich? Das ist eine ehemalige Freundin von Malen. Ehemalige Freundin? Bruder. Also eine Ex-Freundin, oder? Nee, eine Freundin. Eine halt. Gute Freundin? Genau, eine ehemalige okay. Gute Freundin. Was machst du hier? Okay. Ja, schön, dass man sich auch mal wieder sieht, Valentin, ne? Ja. Okay. Ja. Kann ich dir jetzt mehr drüber wissen? Eine alte, gute Freundin, Freundin zwischendurch? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, das war mal. So, dann. Okay, war mal. Also, ne, ich verstehe jetzt auch gar nicht, du müsstest eigentlich auch wissen, worum es hier geht, ne? Ja, wir wissen es also, ja nicht. Wenn Sie es ja wissen, wissen wir es ja nicht. Dann erzählen Sie mir das doch einfach. Dann wissen wir es alle. Sag ich ja, dann sind wir also auch schneller durch. Ja. Ne? Ja, es ging darum, der Valentin, der schuldet mir noch Geld. Das ist, vor 3 Jahren habe ich ihm 360 Euro geliehen von meinem Kommunionsgeld, damit er seinen Führerschein machen kann. Okay. Und ich habe ihn so oft daran erinnert, dass ich mein Geld mal wieder haben möchte. Und ich habe keinen Cent bis heute gesehen. Ja, irgendwie muss ich mir das Geld doch mal wiederholen. Heißt, wie holen Sie sich das dann zurück? Ja, ich habe dann meinem Cousin gesagt, dass er sein Portemonnaie... Ach so, okay. Was, du hast gesagt, dass er mich überfallen soll? Moment mal, Valentin, ist das kein... Warum sagst du ihm Bescheid, dass er mich überfallen soll? Hallo, Valentin! Nein, nichts mehr. Ist das dein Ernst, dass du dir 360 Euro leihst? Ja, aber warum ist dein Ernst, dass sie mich überfallen? Ja, Katharina, das war aber auch von dir ein bisschen übertrieben. Das kann doch nicht sein. Ja, ich wusste mir nicht mehr weiterzuhelfen. Hallo, aber Leute! Ich habe keine Lust jetzt hier, ne? Wie beim Tischtennis hier, so ein Ping-Pong, links, rechts, habe ich keine Lust drauf. Ne? Wenn Sie irgendwelche privaten, ich sag mal persönlichen Probleme haben, die man auf dem menschlichen Weg klären kann, dann kann man das machen. Aber jetzt nicht hier wild im Park rumschreiend oder halt in der Form, dass man eigentlich den Cousin, den netten Cousin, Familienmitglied dazu anstiftet und sagt, geh mal dahin, hau dir mal einen über den Lappen von mir aus, nimm die Tasche und hau ab, so komme ich an mein Geld ran. Sind Sie an das Geld herangekommen? Habe ich noch ein Geld kurzfristig ja. Wahrscheinlich. Ne? Wenn ich mein Geld zurückhaben möchte, gibt es natürlich verschiedene Wege, wie ich wieder an mein Geld komme. Zum einen würde ich natürlich immer empfehlen, zunächst das Gespräch zu suchen. Nochmal mit dem Schuldner zu sprechen, vielleicht gucken, wenn er nicht alles auf einmal zahlen kann, ob man da nicht vielleicht so eine Art Finanzierung aufstellt, wie das vielleicht über einen kleineren Zeitraum zurückerstattet werden kann. Und wenn er sich immer noch sperrt, muss ich natürlich dann den Rechtsstaat bemühen und versuchen, über Gerichte mein Geld zurückzubekommen. Also einmal hier... Wie es jetzt weitergeht. Hier ist Ihre Handtasche, die behalte ich jetzt erstmal. Hintergrund ist nämlich, Sie beide werden uns jetzt erstmal mit zur Wache begleiten. Richtig. Wir fordern jetzt erstmal einen zweiten Wagen an, das werde ich jetzt umgehend machen. Oder machst du das in der Zeit? Kannst du Leerung machen und ich fordere kurz mal an. Ja. Dann das Weitere, hier ist Ihre Geldbörse, das Geld ist da noch drin. Ich biete Ihnen jetzt folgende Möglichkeit. Äußern Sie sich einmal zu dem Vorwurf, dass Sie der Dame noch Geld schulden. Ist ja, das so, ist ja, das nicht das, so? Ja, das stimmt, dass ich hier 360 Gut. Euro schulde, ja. Im Portemonnaie sind 165 Euro, habe ich gerade gesehen. Ja. Wollen Sie jetzt unter Umständen vielleicht schon einen Anteil davon bezahlen? Ja, kann ich machen. Ja, Anteil kann ich geben. Gut. Dann jetzt hier in Ihrem Beisein, Sie sind meine Zeugen, gebe ich Ihnen jetzt hier den Inhalt. Ja. 165 Euro, Tatsache. Ja, danke. Der junge Mann muss sich wegen Raubes verantworten. Seine Cousine erhält eine Anzeige wegen Anstiftung zu einer Straftat.